Moin und herzlich willkommen zu Dabonias Testwelt. Heute habe ich euch mal Bücher mitgebracht. Ich weiß ja nicht, wer von euch vielleicht liest. Wie man hier so hinter mir sieht, lese ich recht gerne. Überwiegend Horror und Thriller. Ich habe schon länger überlegt, mir mal irgendwie so Bücher-Überraschungspakete zu bestellen. Ja, die meisten sind allerdings dann nicht so wirklich mein Fall. Gibt zwar auch einige so im Bereich Fantasy, da gibt es aber auch so, ja, für mich so zwei verschiedene Arten Fantasy. Einmal so, dass wir eher so, ja, ich will ja nicht sagen, dass ich alt bin, aber doch eher so Richtung Teenie-Bereich. Und dann eher so Fantasy wie, sagen wir mal, Herr der Ringe. Das ist so irgendwie, würde ich sagen, für alle zum Beispiel, sowas mag auch ich recht gerne. Auf jeden Fall ist das recht schwierig zu bekommen. Und ja, und ansonsten so bei Überraschungspaketen ist dann auch viel Roman, Liebesgeschichten und so, das stehe ich eigentlich gar nicht so wirklich drauf. Mal eins oder so Buch, mal so zwischendrin. Ja, ansonsten Horror, Thriller, Krimi. Jetzt habe ich aber eins gefunden, wo ich genau das bekomme. Und zwar bei bücherbilliger.de. Bieten zwischendurch Überraschungsboxen an. Dann auch verschiedene Bereiche. Könnt ihr euch aussuchen, je nachdem, was ihr haben wollt. Auch die Kostenpunkte sind ein bisschen verschieden. Ist auch mit angegeben, es kann sich um Mängelexemplare handeln. Ja, meistens, also ich habe hier in meinen Regalen auch einige Mängelexemplare, da hat man dann irgendwo unten einen Stempel drauf, vielleicht ist eine Seite ein Stück abgeknickt, aber meistens ist da nicht wirklich viel dran. Zum Lesen auf jeden Fall in Ordnung. Inhalt hier jetzt, Thriller Krimi, knapp 15 Euro, 14,99 hat das Paket gekostet. Ich habe mir noch ein Buch dazu bestellt. Man kann da auch wirklich Schnäppchen machen, das hat 50 Cent zusätzlich gekostet. Denn ab 15 Euro brauchen wir keine Versandkosten bezahlen. Ansonsten Versandkosten 3,90 Euro ist jetzt auch nicht so die Welt. Aber 50 Cent für ein anderes Buch, jetzt bin ich bei 15,49 Euro, immer noch günstiger. Jetzt wollen wir natürlich mal eben kurz schauen, was drin ist. Klar, das ist natürlich für jeden was, das ist natürlich Geschmackssache. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt damit Pech habe. Aber wir schauen mal. In dem Bereich, es gibt auch mehrere Pakete, also ich hätte zwei verschiedene nehmen können. Steht auch extra, wenn ihr dort bestellt. Drunter, man soll auf die Bestellnummern achten. Also ihr hättet euch oder ich hätte mir jetzt auch zwei bestellen können, wo ich dann genau weiß, da sind auch verschiedene Sachen drin. Also sprich verschiedene Bücher. So, gut. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Bisschen Verpackung, bisschen mehr Verpackung. Naja, ich mache mir das jetzt mal ein bisschen einfacher. Ich muss ja gleich aufräumen. Zack. Jetzt kommen wir zumindest mal an die Bücher ran. Wir schieben das mal ein bisschen zur Seite. Hier haben wir Anna Karls, Die Stunde des Opfers. Klingt auf jeden Fall interessant. Was haben wir hier? Rebeccas Leben gerät völlig aus den Fugen. Zuerst verschwindet Jamal, ihr Lebensgefährte, dann stellt sich heraus, dass er unter falscher Identität bei ihr gelebt hat. Und auf ihrer Terrasse findet sie die schrecklich zugerichtete Leiche eines Obdachlosen. Der Beginn einer grausamen Mordserie. Klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Nummer 1 und Preis normalerweise 10 Euro. Mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Auch hier übrigens nirgendwo Stempel, gar nichts. Also da haben wir schon mal ein Nicht-Mängel-Exemplar. Dann haben wir Sonja Rüther, Blinde Sekunden, ein Thriller. Auch mal eben ganz kurz gucken, auch kein Mängel-Exemplar. Wer ist dein Freund, wer ist dein Feind? Das Grauen lauert nicht nur in dunklen Gassen. Gerade noch ging die attraktive Silvia durch eine gut besuchte Hotellobby. Im nächsten Moment ist sie spurlos verschwunden. Ich lese jetzt nicht immer alles vor, ist glaube ich da ein bisschen viel. Und normaler Preis 10,99 €. Also auf jeden Fall jetzt schon mehr, als ich bezahlt habe. Mehr wert. Jetzt schmeiße ich hier schon alles durch die Gegend. Ah, da haben wir mal ein schönes, dickes Buch. Stephen Dunne. Abgott. Vox Top Thriller. Auch kein Mängelexemplar. Nichts dran. Kostenpreis 9,99 €. Was haben wir hier? Eigentlich ist Derby ein idyllisches Städtchen, doch plötzlich verschwinden vier Studenten. Im Netz kursiert ein Film, der angeblich ihren kollektiven Selbstmord zeigt. Das klingt auf jeden Fall auch sehr interessant. Sind auch so bis jetzt alles Bücher, muss ich sagen, wo ich dann vielleicht auch gesagt hätte, okay, die hätte ich mir vielleicht auch selber bestellt. So, das mal eben ganz kurz nebenher. Das ist nicht aus der Überraschungsbox. Vertuscht, verraten, im Stich gelassen. Das ist das 50-Cent-Buch.
Na, Michael Behrendt ist ein Polizeireporter und teilweise mit vor Ort. Und davon handelt dieses Buch, der erzählt da ein bisschen was. Auch für 50 Cent habe ich mir gedacht, kann ich da nichts versprechen. Aber das legen wir jetzt mal zur Seite, gehört eigentlich nicht zur Überraschungsbox. Ich bin ganz ehrlich, Zygmunt Miloševski. Es tut mir leid für den Autoren, falls er jetzt gerade zugucken sollte oder irgendeiner der Fans. Es tut mir leid, dass ich habe diesen Namen hundertprozentig jetzt falsch ausgesprochen. Warschauer Verstrickungen heißt dieses Buch. Mal gucken wir mal. Platz da Skandinavien. Hier kommen die polnischen Ermittler. Weil einem Mann ein Bratspieß durchs Auge ins Hirn getrieben wurde, muss Staatsanwalt Saki, groß, schlank, eisgraue Haare, nicht uneitel, den Heiligen Sonntag opfern und die Ermittlungen aufnehmen. Okay, klingt auf jeden Fall mal ganz anders. Das haben wir dann als viertes Buch. Achso, Kostenpunkt auf 9,99 Euro. Und Buch Nummer 5 von Philipp Berg. Operation Pergugia. Huch, ein Tom Grip-Thriller. Auch hier, also auch das kein Mängelexemplar. So, ich bin für den Tod von 5 Menschen verantwortlich. Oh, besser gesagt, ich trage die Schuld an 5 Todesfällen. Gewiss, ich hatte keine Wahl gehabt, aber das ist keine Entschuldigung. 5 Menschenleben belasten das Gewissen enorm, vor allem wenn man meine erste und einzige Regel beachtet. Töte niemals jemanden, wenn es nicht nötig ist. Okay, das klingt auf jeden Fall interessant. Kostenpunkt 15 Euro normalerweise. Stellen wir mal hier so an die Seite. Ja, also für mich hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Solltet ihr gerne lesen, kann ich euch das wirklich wärmstens empfehlen. Na, also wir sehen jetzt auch hier, was haben wir jetzt? 10, 20, 30, 40, 50, ja. Ich würde mal sagen, ja, ich glaube, es war auch irgendwie mit 57 ungefähr angegeben. Das kommt auf jeden Fall hin. Ihr könnt also richtig ordentlich sparen. Und wenn man jetzt wirklich einen Bereich hat, wo man sagt, so, das lese ich gerne. Also die Bücher, muss ich sagen, von der Beschreibung her sind bestimmt alle was für mich. Würde ich euch empfehlen, sollten Leseratten unter euch sein, mal vorbeischauen und gucken, ob es noch ein paar Überraschungsboxen zu holen gibt. Ja, damit sind wir am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!